Hallöchen und herzlich willkommen zur nächsten Folge. Ezerum, toi. Ja. Okay. Wir haben den Schraubenzieher verloren. Was ist das denn? Ich glaube, einer der Scheiben fehlt. Was für eine Scheibe? Ich weiß ja nicht mal, was das ist. Soll man das kennen? da ist noch was. Oh. Zack. Oh, out. Oh. Cool. Alter, das ist cool. Wir müssen praktisch einen Stern anwählen. Eine gesprungene Linse, ich werde sie entsorgen. Schön auch, dass die Charaktere mal auf Anhieb wissen, was man noch braucht und was man nicht mehr braucht. Cool. So. Ah. Ich wollte einfach nur gerade gucken. Eine gravierte Glasscheibe. Das sieht nicht wirklich aus wie Glas. Wenn er sagt, die Scheiben fehlen, das kommt ja sicherlich hier rein. Sieht ja auch ungefähr gleich aus. Was ist das? Wird das ein... Sieht aus als... Achso, das wird ein Sternzeichen. Sieht aber... Aha. Sieht noch nicht ganz richtig aus. Vielleicht fehlen ja noch mehrere. Weil das sieht... Das sieht besser aus. Ah. Ah. Also es würde... Lass mal weiter gucken. Weil hier ist ja noch was dezent Unauffälliges. Okay, da ist eine Fassung, also... Aha. Interessant. Muss man die hier alle zusammenpuzzeln, oder? Oder was? Das ist eine sehr gute Frage und die werde ich irgendwie mal beantworten müssen. Hier ist aber noch das Teil und ich weiß nicht, was das ist. Das muss ich irgendwie entziffern. Okay. Das Problem ist, man kann es halt nirgendwo anklicken und ich weiß nicht. Da fehlt bestimmt hier noch so ein Teil zum Reinmachen. Oh, ja. Ich jetzt erst gesehen den Knopf da. Ah. Oh. Ein Kristallstern. Was ist das denn hier? Draco the Dragon. Ah ja. So. Hinneutomit. Fertig. Nee, cool. Hier sind ja dann die Sterne, die man rot machen muss. Wie rum war der so hier? Dann von den vier dort der links unten, der erste dort und die zwei letzten hinten. Von den vier der hier, der erste dort
Und die hier und jetzt alles einfach nur noch negativ machen. Aha. Und wir haben. Achso, ich dachte, da kommt jetzt noch was. Eine Teleskoplinse und ein Pergamentstück. Die Teleskoplinse kann man ja direkt hier rein machen. Ah, oh, wie cool. Ich bin mir ziemlich sicher, so funktionieren keine Teleskope, aber es ist trotzdem übel cool. Naja, und auf jeden Fall erstmal. Okay, ich verstehe. Passt nicht. Das oben sieht doch nicht aus, als würde es passen. Das hier passt, glaube ich. Nee. So, das geht durch. Das geht durch. Also es ist Stern. Wie sieht denn das aus? Stern D und Mondklammern. Stern D. Oh, wie cool. Ach ne, falsche Richtung. So. Alter. Ach, und das müssen wir jetzt zusammenpuzzeln. Okay. Welches Sternbild ist das jetzt so? Noch gar keins. Erschrocken. Eine Metallplatte. Woanders? Ich hätte gerne das Sternbild gewusst. Ah, die kann man wirklich da hoch machen. Oh, das ist so cool. Stern, so ein. Ah, wie Planeten? Stern, Planet, Mond, Prisma. Stern, Planet oder weiß ich nicht. Nennen wir es Jupiter. Saturn. Mein Gott. Du kriegst das Prisma hier. Wieder ein Sternbild, was ich nicht erkenne. Ein großer Eisengriff. Mal sehen, wo. Zahnrad. Was hat mir denn Zahnrad? Da nicht? Hier auch nicht. Und hier drinnen? Was ist das? Oh, aha. Cool. Uff, damit. Ah, und hier hinten werden wir wahrscheinlich das Käbelchen dort anmachen können. Überforderung. Klick, klick, klick. Alter, das ist cool. Ja. Das hier? Ah ja, das kann man anklicken. Okay, hier brauchen wir eine Form. Hier.
Kammern. Okay. Interessant. Was ist das denn hier? Das ist ja eine Karte von dem ganzen Zeug. Das heißt ja, wenn das dort, das da hinten ist, ist das Gebäude, das hier mit dem kleines Zahnrad, ist das Gebäude, das mit dem Teleskop. Und hier sind wir gerade. Okay. Großes Zahnrad. Hier sind wir gerade. Und ja. Okay. Observatory, da steht's ja auch nochmal drüber. Dann werden wir mal einfach gucken. Weil wir ja nämlich diesen Strom hier angemacht haben. Boah, da sind nicht schon coole Sachen. So. Ja, Sternbilder. Ist auch sehr interessant, wie es ja gerade im chinesischen Aberglauben Kultur ist es ja so, dass wenn ein Jahr, dass man auf einem Jahr ein Sternzeichen hat, da frage ich mich immer, dann müsste ja eigentlich rein theoretisch jede Person, genauso wie bei uns ist es halt pro Monat, ist ja auch nicht gerade besser, müsste jede Person einfach genau gleich sein, die dort geboren wurde. Macht nicht so viel Sinn. Macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Wobei natürlich der wissenschaftliche Aspekt von sowas umso besser ist zur Orientierung im Nachthimmel, nicht wahr? Generator Room. Was ist das hier? The only way in. Okay, Blockade. Was ist das? Warum ist das denn? Das gefällt mir gar nicht hier mehr. Das sieht langsam alles so gefährlich aus. Ein riesiges Teil. Hier kann man doch nichts anderes anklicken, ist das Problem, was ich habe. Könnte man hier wenigstens noch was machen? Oh. Können wir mal probieren? Braucht Werkzeug, sagt er. Werkzeug. Ja, hier ist halt immer noch das Teil dort und dafür bräuchte ich noch das Muster. Das Muster ist hier aber nirgendwo. Zumindest sehe ich es nicht. Mal gucken. Vielleicht. Oder was heißt vielleicht? Ich habe hier irgendwo was übersehen. Vielleicht hier drin? Die Zahnräder, die müssen ja nicht so. Die sind doch bestimmt ein bisschen offensichtlicher. Das Sternzeichen Nudel. Das hier ist fertig und da hinten komme ich gar nicht mehr hin, weil das Teleskop dort im Weg ist. Das heißt, es ist definitiv was in diesem Raum dort. Oder natürlich, was war denn das? Ah, die Wand. Oder natürlich irgendwas ist mit dem Kristall dort noch los. Die Maschine lässt dann auch nicht wirklich ran. Und guck mal hier, hier hat er was gefunden zwischen den Sternen. Da. Hier. Was gefunden.
Also, man merkt, die haben definitiv alle hier wegen dem Nullelement geforscht. Die Frage ist, was haben sie getan? Und was kann ich tun? Sag es mir. Auf dem Hofe seine Schäferung? Ich hab da doch überall schon hochgeklickt. Ist nix. Ich kann doch nicht weiter rumklicken. Ist noch das Teil hier? Immer noch ein Tipp. Ja, das weiß ich doch. Das ist auf die. Das ist hier. Oh. Oh also manchmal frage ich mich auch. Naja, okay. Hätte man sich denken können. So, was ist hier jetzt passiert? Ah, oh, cool. Was ist das denn? Das erinnert mich an, bitte interagieren Sie mit den Spielelementen. Grimtails. Okay. Eine Kreisfamilienfassung. Ah, okay. Wow. Jetzt haben wir von einem ge eins geöffnet, das Zahnrad und eine Fassung rausgekommen. Auch praktisch. Ich gehe mal hier hin. Kann man das hier einsetzen, das nach unten stellen. Das hier hin und das dahin. Ah. Es bewegt sich in die richtige Richtung. Und wir kriegen ein Pömpel. Komm. Oh. Der hat so einen Stern drin. Aha. Eine verzierte Kugel. Okay. Ein Messinggriff und eine Kugel mit Fassung. Ich dachte schon, man kann jetzt an der weiterrätseln. Dann wird man den doch sicherlich eine Art Fassung. Nein. Vielleicht so hier. Eher so hier. Das Gefühl, dass man hiermit nicht so wirklich was machen kann. Oh. Das ist. Ah, jetzt passt es da rein, ne? Aha. Okay. Dann würde ich das mal hier hinstellen. So. Das da und die. Oh, war auf Anhieb richtig. Sehr gut. So muss es sein. Und jetzt. Oh, meine Zahnräder. Nein. Das ist cool.
So ein Sonnensystem gab es ja im ersten Part schon, aber was es damit auf sich hat und wie wir dieses Dreieck hier bekommen, seht ihr in der nächsten Folge. Tschüss!